Ein herzliches Hallöle und willkommen zurück hier bei Hellion. Freunde, es müsste, wenn alles geklappt hat, für euch jetzt Montag die Montagsfolge angelaufen sein. Und das ist keine einfache Folge und keine normale Folge. Nein, es ist eine 45-Minuten-Folge. Geilo, eine von vier. Wir befinden uns in der Ostervorwoche, wenn man so will. Und ja, ich freue mich tierisch. Wir nutzen quasi diese Folgen jetzt nochmal, um uns ein bisschen weiter darauf vorzubereiten. Und da habe ich natürlich auch was, was ich logischerweise vorhabe. Als allererstes mal erstmal Strohmannmann bringen. Oh, das war nicht gut. Ja, aber wir fahren hier erstmal, wir machen erstmal Strom an. Licht ist wichtig. Erstmal den Hobel hochbringen, so auch hier bereitstellen. Und dann werden wir die Station mal bepowern. Alien noch nicht, aber alles andere bekommt jetzt erstmal Licht und ich glaube, alles andere bekommt jetzt auch fürs Erste ein bisschen Sauerstoff, damit wir uns ein bisschen freier bewegen können. So. Beiden noch. Außer die Arien. Die bekommt das nicht. Okay, wir schauen mal kurz rein. Ich mache mal den Deckel ab. So, wir schauen mal kurz hinein und verschaffen uns ganz kurz einen Überblick. Okay, wir haben hier ein bisschen Stickstoff, hier ein bisschen Sauerstoff. Wir schauen nochmal ins Cargo-Modul. Da haben wir auch ein bisschen Stickstoff. Legen das hier mal rüber und können gleich mal die den Sauerstoff können wir theoretisch auch hier rüber packen. Das brauchen wir, glaube ich, im Cargo-Modul erstmal nicht. Da sind wir sowieso drucklos unterwegs. Freunde, wir haben 612 Nickel Iron. Das ist echt gut. Was wir nicht haben, ist Helium 3. Ja gut, Sauerstoff und Wasserstoff haben wir. Und was wir auch nicht haben, ist ein Stück weit Nitrogen. Ja, wir nehmen mal das Nitro hier rüber und werden das mal hier ins Hub packen. Und das bedeutet, ich sag mal so, also das wäre so das Ziel für diese Folge auch, unter anderem. So, da haben wir das. Und zwar auf der Jagd nach Helium und Nitrat. Und in diesem Fall werde ich mal auf den Kommentar, den es einige Folgen zuvor gegeben hat, da nochmal eingehen. Und zwar ist da der Hinweis gekommen, Mensch, wenn du die Helion andockst, also die Helion 5 in dem Fall, wenn du die andockst, dann, und jetzt wollen wir die nochmal abpowern, dann kannst du theoretisch auftanken. Also du kannst quasi auf die, zum Teil auf die Module zugreifen und da Nitro rausziehen. Moment, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, kann das sein, Freunde? Kann das sein, dass ich ein bisschen gerade verwirrt bin. Doch, du kannst ein wenig Nitro rausziehen. Ja, wir haben zwar noch Nitro in den Einzelmodulen hier, in dem hier zum Beispiel gar nichts, in dem hier auch gar nichts. Warum auch immer wieder gar nichts drin haben, das ist immer die Frage. Und natürlich brauchen wir das auch zum Driften und zum Navigieren. Und es kann nicht schaden, sowas immer ein bisschen nochmal im Hinterkopf zu haben. So, dann schauen wir uns nochmal an. Schnell, 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 in Anführungsstrichen. 200, 212, 154. Das sind jetzt also 1, 2, 3 mit 154. Den Rest haben wir so hier mit 154. Wir schauen da mal hin. Das ist ja ungefähr identisch und schauen mal, wie viele Tage wir damit noch über den Pelz kommen. Das müsste das hier sein. Das sind genau noch 2 Tage, 10 Stunden. 21 Minuten. Und wir haben hier aber noch noch ein paar andere Nanitkore. Haben eine Haltbarkeit auch 212,34. Okay, lassen wir mal liegen. Soll uns jetzt erstmal nicht berühren. Ich konnte mir jetzt mal quasi einen Überblick verschafft und in dies gehen wir nochmal in den Fabricator. Nur mal einen Überblick verschafft, was wir zurzeit hier alles liegen haben. Wir haben ja auch noch Platten. Wir haben hier noch einen Military Core. Moment, Entschuldigung.
Ja, den wir aber höchstwahrscheinlich dann verarbeiten werden. Das ist auf jeden Fall Modul. Das ist dieses Ding hier. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Auch hier haben wir 2 Tage 10, 19. Und in die anderen Sachen werden ja jetzt auch nicht wesentlich besser aussehen, wenn ich das mal so salopp sagen würde. Wir haben noch eine Warp-Zelle, die werden wir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich brauchen. Wir haben hier nochmal den Broken Armor. Wir sind also gar nicht so blöd aufgestellt. Ach, hier sind ja auch noch Plates, was die Materialien betrifft. Allerdings, und das ist jetzt das, was ich eigentlich hier in den Vorproduktionen, also in der Ostervorwoche quasi, wenn es in die 2 Stunden XXL-Folgen geht, meine lieben Freunde. Das ist es eigentlich, was ich machen. Es macht keinen Sinn, was ich hier tue, oder? Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Da hat sich mal jemand wieder bei Steam gemeldet. Und auch noch einmal gemeldet. Und ja, hier kam die Frage: Bist du am Aufnehmen? Ich bin am Aufnehmen. Ich kann dir leider gerade nicht antworten, Kumpel. Von daher musst du dich etwas gedulden mit der Antwort. Okay, Tür zu, Luft runter. Und so, dann sind wir hier drin. Jetzt schauen wir uns hier nochmal um. Wir haben ja auch wieder die nächste Frage. Ich werde ihn mal in der Zwischenaufnahmepause nochmal instruieren, wenn wir mal so wollen. Okay, Freunde. Was haben wir hier noch? Wir haben blaue Kanister. Und wir haben in der Hellion natürlich auch noch braune Kanister. Und wir haben auch noch das Bohrsystem. Und wenn wir von Vorbereitungen hinsichtlich. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Okay, wir haben da nichts drin. Wir haben genügend Nickel Iron. Hier hat sich nicht besonders viel geändert. Aber ich möchte auf jeden Fall 2 von diesen blauen Kanistern mitnehmen, falls wir auf Cargo-Module treffen, die wir in Anführungsstrichen plündern können. Wir haben hier auch noch genügend angebrochene Warp-Zellen, die wir nutzen können, um uns neue Warp-Zellen herzustellen. Das in diesem Fall. Okay, ich habe genug gequatscht. Ich glaube, dass Grinding-Modul wird wohl in der Hellion sein. Das werden wir gleich mal überprüfen, denn ich mache hier jetzt einfach mal das Tor auf, sodass wir hinausgehen können. Ich werde auch diese beiden Behälter einfach mal mitnehmen. Und der Scanner bleibt hier liegen. Wir haben ja auch noch. Jedes Mal komme ich auf die verkehrte Taste. Wir haben ja auch noch gute Military Cores, die wir verwenden könnten. Auch hier liegen noch gute Military Cores. Ich bringe das jetzt erstmal hoch und wir machen uns mal nochmal einen Überblick dafür, was haben wir denn eigentlich in der Hellion zu liegen. Upsala, so. Haben wir denn da noch zu liegen? Oh, Außentür. Innentür. Können wir das auch machen. Das tut dem Hund keinen Zwang ab. Genau, so. Hier machen wir erstmal gleich mal den Power-Up, wenn wir so wollen. Zack, nehmen wir mal an. Und dann müssen wir gucken, wo wir hier landen. Auch da sind wir bei 2 Stunden. 2 Tagen, 11 Stunden und etc. So, ja, hier haben wir, genau, Kerneindämmungsfeld. Wir haben hier den Grinder, den wir nutzen wollen. Wir haben hier, ach, um Gottes Willen, noch genügend von den Military Cores. Okay, das in dem Fall, hier sind noch genau 2 Plätze frei für die. Nein, hier sind nicht 2 Plätze frei für die. Okay, dann werden wir es anders machen. Wir werden 2 davon. Hochressourcen, genau, so war's. Wir werden 2 davon wieder mitnehmen, damit wir. Nein. So, 2 davon wieder mit runternehmen. Dass wir. Nein, wir werden es dann noch anders machen. Wir nehmen nochmal 2 mit und tauschen dann beim nächsten Mal quasi die 2 blauen Behälter. Die packen wir uns gleich in die Tasche, damit wir hier auch gleich los können. Ja, ich will hier nicht lange rumzwirbeln und zwaggeln. Ich will gleich los und zwar möchte ich.
Und jetzt kommt es im Endeffekt, nicht einfach in diesem System bleiben. Ich möchte diesmal ein anderes System anfliegen. Und welches das ist, das werden wir dann kurzfristig entscheiden. Dazu werden wir aber was benötigen. Und zwar sind das entsprechend diese Warp-Zellen, die wir mitnehmen. Wir werden diese Warp-Zelle, die ich ja gerade ausgebaut habe, als Backup-Warp-Zelle sozusagen nehmen, als kleine Backup-Warp-Zelle. Und die beiden hier, die werden wir mit zurücknehmen. So, wir haben noch ein leeres Röhrchen, das werden wir auch noch mitnehmen. Und wir haben da oben noch ein Military Core, den wir freiräumen und hier runterpacken, wenn wir so wollen. Genau, so. Ein bisschen sortieren müssen wir hier. Wir haben hier also 6 der Military Cores, die wir dann austauschen. Wir brauchen noch 2 der Röhrchen. Hier haben wir noch ein Röhrchen, das heißt, ein Röhrchen fehlt noch. Und Freunde, wir haben hier noch 1, 2, 3 kleine Stimpacks, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir werden diese beiden nehmen. Das heißt, eins hier vorne, was noch zusätzlich kommt. Genau. Und dieses, was wir gerade, die zwei, die wir rauskommen, plus noch eins, was wir auf jeden Fall auffüllen werden. Ganz klare Sache. Okay, ansonsten bleibt hier oben alles so, wie es ist. Denke, dann sind wir auch gut vorbereitet. Zumindest was den Platz angeht. Ansonsten, ihr kennt das Prinzip, wenn der Platz nicht mehr reicht, wird halt einfach reingemüllt. Ja. Wir wenden da quasi die Stapeltaktik an, sozusagen. Ja, wenn es halt nicht mehr geht, dann stapeln wir es halt nach oben. Ja. Und ja. Nichtsdestotrotz, viel Gequatsche, viel Gequatsche. Und so, aufmachen, wir gehen. Moment, Moment, überlegen, überlegen, überlegen. Ja, wir gehen da hinten hin und packen die. Ach, wir packen es hier rein. Das wird hier so unsere Recycling-Ecke in Anführungsstrichen. So, hier nochmal die Military Cores reingeknuspert. Jetzt habe ich den taktischen Fehler gemacht, das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja die Behälter austauschen. Das werden wir jetzt nochmal nachholen. Oder brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht nachholen. Wir machen das auf dem Rückweg, denn was ich jetzt machen will, ist klar. Ich möchte ganz gerne die Röhrchen befüllen. Ganz taktisch die Röhrchen befüllen, wenn man so wollen. Und zwar Sauerstoff. Klare Sache. Sauerstoff haben wir da. Wir werden hier nochmal Sauerstoff reinpacken. So. Denn wir werden ja nicht mit dem Standardanzug, den wir jetzt haben, losziehen. Nein, wir werden ja mit dem großen Anzug losziehen. Und der braucht ein bisschen mehr. Nitrogen. Und ich glaube, da sind noch 2. Genau das habe ich mir gedacht. So, einen nehmen wir davon noch in die Hand. Der ist nämlich auch leer. Und wir werden hier auch nochmal Nitro auffüllen. Genau. So sieht es aus, liebe Leute. Das haben wir jetzt hier gemacht. Okay. Wie machen wir es jetzt? Also, ich werfe jetzt mal die ganzen Sachen hier ab. Denn fürs Anzug wechseln muss quasi der Anzug. Jetzt haben wir hier noch die Rohbehälter. Ah ja, genau. Wir haben ja die Rohbehälter noch mitgenommen. So. So viel dazu. So, den packen wir dahin. Upsala. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die jetzt eigentlich hier hinpacken. Wir packen den dahin. Gottes Willen. Wir können den schon gleich nochmal auffüllen. Fällt mir gerade mal ein. Einfach mal aus Prinzip, damit wir es nachher nicht vergessen. Refill. So. Und den dahin. Jetzt ziehen wir hier mal kurz den Behälter links aus. Blub. Auch den hier hin. So. Anzug an. Links an. Jetzt haben wir den Helm auf. Wir haben die Batterie. Aber da ist die große Batterie und die möchte ich ganz gerne da quasi
Dein haben. Genau, und die wird aufgeladen. Und die hier nehmen wir als Ersatz mit. So soll es sein. Eine haben wir noch, ich glaube, ein Pack haben wir noch oben. Und was haben wir im Grinder drinnen? 79%, das sollte fürs Erste auch einmal reichen. Wir packen den wieder zurück. Das muss hier nicht rumliegen, um Gottes Willen, nein. So. Die beiden Stellen. Und zittelt und zappelt hier so ein bisschen. So. Und das ist der MK9-Helm. Der kommt auch dorthin. So sieht es aus, Freunde. Das haben wir gemacht. Jetzt schnappen wir uns die Sachen, die hier in der Ecke liegen. Und dann geht's aber auch los, Freunde. Hä? Wo habe ich denn jetzt hier... Habe ich mich so verguckt? Okay. Habe ich anscheinend wirklich so verguckt. Legen wir es hier oben ab. Tut uns so nicht weh. So, die Röhrchen, das nehmen wir mit. Und wir nehmen auch das hier mit. Und da liegt das andere Röhrchen fast schon übersehen. Und ja, damit. Und dann beladen wir die Hellion. Kann ich jetzt hier drauf zugreifen? Nein, ich kann leider nicht da drauf zugreifen. Wir müssen es jetzt wirklich... Ups, Moment, Moment, Moment. Einmal den Helm drauf. Zu. Absaugen. So. Moment, habe ich den jetzt aufgenommen? Wo habe ich den denn jetzt? Und warum? Ach ja, genau, weil ich den Helm jetzt aufgesetzt habe. Freunde. Ganz klare Sache. So, hier war noch Platz. Da war theoretisch auch noch Platz, aber hier ist auf jeden Fall noch einmal Platz für einen Kanister gewesen. Und ja, wir werden hier auch noch mal Platz finden für einen Kanister. Erstmal hinein, ja, erstmal hinein. Das wird sich schon finden. So, Kanister, Kanister, Kanister. Und dann nehmen wir noch die beiden hier mit. Dann haben wir das. Genau, ich werde jetzt nicht die Tür aufmachen, denn die Nummer bleibt so, wie sie ist. Ja. Moment, jetzt mal kurz überlegen. Überlegen, überlegen, überlegen. Ich überlege nämlich gerade, ob... Ja, das können wir von da aus machen. Gucken, was wir noch für ein Kerneindämmungsfeld haben. Wir müssen auch noch Warpzellen herstellen. Von daher sind wir da ganz gut unterwegs, denke ich. Ich denke, zwei Warpzellen werden fürs Erste reichen. Die wir da quasi... herstellen müssen, um unsere Tür, um eine Tür zu machen. Zwei fürs Erste. Also, das heißt, wir produzieren Choose, Warpzelle, Craft. Genau. Das ist das eine. Das machen wir jetzt. Wir haben die Batterie. Irgendwas fiel mir doch eben gerade noch ein. Und wir könnten theoretisch sogar noch zwei Röhrchen mehr verwenden. Machen wir das einfach. Füll nochmal das kleine Röhrchen, was da hinten liegt, mit Sauerstoff auf. Nehmen wir alles mit. Wer weiß, wie lange wir eigentlich unterwegs sind. Und wenn wir mal so wollen, können wir das quasi schon mal beproben. Genau. Denn wir müssen ja auch gucken. Und das ist es eigentlich. Schauen wir nochmal rein. Wir haben 0%, 0%, 0%. Das ist im Kern nicht besonders gut. Und wir haben 69% beim Katalysator. Das können wir erstmal drin lassen. Die drei werden wir jetzt nochmal austauschen. Zwei haben wir, die sind noch ganz gut. Einen müssen wir also noch herstellen. Das heißt, noch eine Warpzelle, die jetzt da hinten produziert wird und ein Kerneindämmungsfeld. Und ich glaube, wir bauen auch eine Einspritzdüse und setzen die rein. Das spart ACS beim Manövrieren. Ich glaube, so sollten wir es tun. Bitte noch einmal eine Warpzelle. Lieber Fabricator. Die lassen wir einfach mal stehen. Als Ersatz, was auch immer. Ja. Oh, hier liegt noch was rum. Was liegt denn da rum? Weil, liegt noch was rum. Warum liegt das hier rum? So. Oh. Den bauen wir da hin. Ich denke, das ist noch im Rahmen. So, da ist die Warpzelle. Bitte hier an der Stelle noch einmal das
Nein, nicht craften. Kerneindämmungsfeld, wo bist du? Kerneindämmungsfeld, ich sehe dich nicht. Doch, hier bist du. Bitte dieses hier noch einmal nutzen. Jawohl, und wir benutzen auch noch die Einspritzdüse. Die wollen wir auch noch benutzen. Sehr schön. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir 20 Minuten quasi mit den Vorbereitungen verbracht. Das, denke ich, ist aber auch noch legitim. Das können wir noch machen. Jetzt sehen wir zu. Wir ziehen die Luft ab, gehen raus und bauen da hinten um. Moin, Moment. Jetzt wollen wir erstmal das Helmjahr aufsetzen. So, wir bauen hier. Ziehen die Luft aus dem ganzen Apparillo raus. So, auch hier raus und wir. Ah, das ist aber ärgerlich. Egal, das machen wir von draußen. Das funktioniert schon. Jedes Mal vergesse ich wieder die Türen zuzumachen, um das unter Druck zu setzen. Aber so on. So what? Da denke ich, brauchen wir uns jetzt nicht wild machen. Das können wir Gott sei Dank im angedockten Zustand alles noch. Von der Helgen aus erleben. So, okay. Hier sind wir frei. Da sind wir frei. Da sind wir frei. Das lübt bei uns. Raus, ganz langsam. Ich bin auch mal gespannt und das weiß ich ja nicht, das kann ich nicht einschätzen, inwieweit andere Spieler vielleicht schon in anderen Systemen ihre Stationen aufgebaut haben. Schwierig, in Anführungsstrichen, einzuschätzen. Aber ich sag mal so, wir können ja spekulieren, wir können viel reden, wir können viel quatschen. Im Grunde ist es egal, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Und durchaus, ich bleib halt dabei, ich möchte hier nicht der Pirat im Helion-System sein. Wenn... Upsala, so, jetzt kann ich wieder reden. Wenn, dann möchte ich fair und ehrlich sein und da entsprechend so, Moment, wir müssen hier ein bisschen Luft draufgeben. Ich möchte hier auf jeden Fall Luft draufgeben. Und dazu den Filter auch noch hochfahren. Ich glaube, wir haben noch, ja, das ist noch in Ordnung. Wir können den Filter noch hochfahren. Wir schnappen uns die alten Eindämmungsfelder. Setzen schon mal neue rein. Hier kommt die Einspritzpumpendüse rein. Wunderbar. Hier haben wir die anderen. Ich lege sie erstmal, leg das erstmal hier ab. Die alten Eindämmungsfelder. Wir haben, okay, wir haben jetzt kein Pack hier liegen. In Anführungsstrichen kein Pack hier liegen. Entschuldigung. Das macht keinen Sinn. Genauso wie es keinen Sinn macht, jetzt Sauerstoff zu verbrauchen. Wo ist das Pack? Das kommt jetzt mal hier in die Hand. Kann ich das nicht hier hinlegen? Das ist aber ärgerlich. Das ist aber wirklich ärgerlich, Freunde. Das ist jetzt ärgerlich. Okay. ja, dann würde ich sagen, kommst du da hin. So, ganz einfach. Die beiden Kanisters kommen hier hin. Und Warpzelle haben wir noch. Wir haben die Warpzelle, die wir einbauen müssen. Genau. Lup, neue Warpzelle drin. Wir haben einen hiervon. Der kommt dahin. Wir haben noch einen davon. Da oben hin. Dann ist das Regal voll. Wir haben Emergency. Und da packen wir 1, 2, 3 Röhrchen rein zur Sicherheit. Nitro, das wird dann hier nochmal das Sicherheitspaket sozusagen. Und jetzt, liebe Leute. Habe ich was vergessen? Die Warpzelle als Ersatz, klar, die habe ich noch vergessen. Die packen wir hier neben. Ach genau, die Kerneindämmungsfelder. Ganz wichtig, deswegen haben wir sie ja hier liegen. Die werden wir jetzt auch nochmal verwursten.
So. Und so. Perfekt. Perfekt. So. Genau. Und im Military Corps. Das wollen wir nicht vergessen. Wollen wir austauschen hier gegen den Nanit Corps. Und jetzt kann es, Freunde, jetzt kann es losgehen. Viel gequatscht, viel vorbereitet, viel erklärt. Aber, Freunde, auf geht's. Wir lösen uns hier von dem Bösen, wollte ich gerade sagen. Wir lösen uns hier von der Station. Gleich ein Spin nach oben. Und dann schauen wir uns mal die Konstellation an. Nein, wir schauen uns noch nicht die Konstellation. Ich will mal gerade mal gucken. Wir haben 42% Energie. Laden wir denn überhaupt auf? Das ist die Kernfrage. Ja, 315. Wir laden auf. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, dass das passt, das klappt. Wir schauen mal rein, während wir reingucken und uns die Konstellation angucken, lassen wir das Ganze hier ein bisschen aufladen, damit wir auch Energie haben. Nicht, dass wir vielleicht irgendwo hinspringen, wo wir echt lange warten müssen. Wir hauen nochmal den Scanner ins System sozusagen rein, schauen, ob sich irgendwas im Heimatsystem quasi verändert hat. Nicht wirklich. So, dann zoomen wir mal raus und schauen, wo wir uns denn eigentlich gerade befinden. Und ja, im Kern. Was haben wir hier? 50 HP nahe der Sonne. Nicht schlecht. 16,392. Das könnte man packen. 92, 3,8, 3,4. Harriet, da waren wir schon. 6 Hitpoints. Das könnte man auch noch verknusen. Ich glaube, Freunde, ich würde sagen, wir wagen das mal. Ja. Das ist quasi noch einmal eine Strecke weiter als hier hinten. Da sind es 11 Hitpoints. Das ist natürlich schon eine Masse. Nur um das mal einmal zu gucken. Wenn wir nur in die Umlaufbahn. Ist auch nur Unstable Processing. Unstable Processing. Nur um einfach mal. Ja, okay. Ja, Astro jetzt eh, weil das sind die anderen Bezeichnungen. Okay. Nur um mal zu gucken, wenn wir da hinwarpen wollen, wie lange wir denn dahin warpen wollen, müssen können und ob wir überhaupt hinkommen, fällt mir gerade mal ein. Wo ist unmöglich? Geschwindigkeit zu niedrig, da müssen wir natürlich Gas geben, klar. Verständlicherweise. Und wir verbrennen aus dieser Position raus heilige. Wir können gar nicht. Also wir müssen wirklich echt warten. Das sind fast eine halbe Stunde. Wir müssen echt. Wir müssen echt. Das ist interessant. Wir müssen halt quasi echt warten, bis wir quasi eine günstige Position haben. B-Tier ist hier und wir müssen irgendwie vielleicht hier sein, damit wir eine gute. Ja, oder doch, das ist, aber sollte ihn ja nicht interessieren. Das ist echt interessant. Das ist echt interessant. Wir gucken nochmal, wie weit wir denn nach. Falling. Ah, Falling. Okay. Ja, interessant, auf jeden Fall. Ja, das ist verdammt nah dran, ne? Das ist richtig nah dran. Aber gut, okay. Schauen wir mal, was ist, wenn wir hierhin warpen wollen. Stage 2. Setze die Aktivierungszeit jetzt echt nochmal ein bisschen höher. Zu niedrig. Aha, eieiei, das ist natürlich auch noch. Das sind 26 Minuten und damit haben wir quasi eine Warpzelle aufgebaut. Das heißt, wir brauchen eine Warpzelle nach innen und das größere Problem ist, dass wir gar nicht direkt springen können. Wir springen quasi in den Planeten. Das hat ja dann so überhaupt keinen Sinn.
Wir können nochmals in den Custom Orbit springen, gucken, ob das sich irgendwie in irgendeiner Weise da verändert. Ich glaube, da haben wir bessere Chancen, wenn wir dahin springen. Schauen wir mal, wo wir da landen. Irgendwo auch bei 33, 34, 37. Ja, Freunde, warum? Achso, warte mal, wenn die Aktivierungs... So, nicht genügend Treibstoff, da sind wir aber bereit. Wir brauchen quasi den Detonator, um hier überhaupt hinzukommen. 26 Aktivierungszeit, 26 Minuten. Ja, ich würde sagen, Futter bei den Fische, Freunde. Futter bei den Fische. Wir gucken nochmal, können wir noch ein bisschen Sekunden sparen hier? Nein, aber wir werden es initialisieren, wir werden es jetzt einfach wagen. Wir werden da hinfliegen. Und an dieser Stelle natürlich einen kleinen Schnitt. Ja, ich weiß, die Folge ist noch nicht zu Ende und ich will hier jede Minute mit euch nutzen, Freunde. Ganz klare Sache. So, ausrichten. Die Frage ist grundsätzlich, und das müssen wir gucken, wenn wir ankommen. Wenn wir ankommen... Und damit dann abschließen, also wenn wir ankommen, wie viel Strom wir verbrauchen, vielleicht müssen wir hier echt auch die Stromzufuhr reduzieren, den Sauerstoff abpumpen, den Helm aufsetzen und so weiter und so fort. Das ist jetzt quasi nochmal die Probe aufs Exempel. Und Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben noch knapp eine Viertelstunde, dann, wenn wir ankommen, noch knapp eine Viertelstunde, die wollen wir auch nutzen. Also von daher, wir sehen uns gleich. Bis gleich, bis denn. Also, wir sehen uns gleich. Also... Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Noch 25 Sekunden, Freunde. Und dann sind wir da. Und in der Zwischenzeit habe ich mir Kommentare durchgelesen. Und an der Stelle schönen Dank, Jay. Das war ein ausführlicher Bericht. So ist es gut. Da kann ich perfekt mitarbeiten. Gute Hinweise. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, da so einen ausführlichen Bericht und Text zu schreiben. Und damit treten wir ein in unsere stabile Umlaufbahn. Und jetzt schauen wir erstmal, und ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich will nur mal eben, bevor wir Energie verlieren, und das war ja auch eine Sache, die da im Kommentar gefallen ist. Minus 90... Plus 10. Okay. So ist es. Hier werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall Energie einsparen müssen. Viel Energie einsparen müssen. Hier ist kaum noch Sonne, wenn wir so wollen. Ich weiß gar nicht, wo wir die SSK bestimmt hier in der Power können. Okay. Habe ich die wohl vergessen hier. 15%, das ist natürlich nichts. Das ist klar, das ist natürlich nichts. Wir können hier auch die Helge nochmal offline schalten. Ist natürlich die Frage, was mit den Scanners ist und was mit der Navigation ist. Aber wir schalten es erstmal offline. Ich vermute, die Air-Quality wird sinken, aber wir lassen es jetzt auch erstmal. So, zurück zu den Kommentaren. Ganz kurz nochmal angeschnitten. Ja, vielen Dank. Die Grundausstattung, die wollen wir uns natürlich zulegen. Und das ist auch ein Ziel dieser Expedition, dass wir hier nicht nur Material sammeln, vielleicht auch Material der Stufe 2, in entsprechender Nidkurs oder andere Sachen, ja, Singularitätsdetonatoren und während ich quatsche, schauen wir schon nochmal rein. Wo bin ich? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Mein Ziff. So, bin natürlich da hinten. Was natürlich unheimlich Sinn macht, weil die Station ja auf einer ganz anderen Seite ist. So, wir wollen nochmal scannen, was ja natürlich nicht geht, weil ich ja den Strom ausgemacht habe. Aha, also das funktioniert nicht, ganz klar. Ich wollte es nochmal austesten. Ja, ich muss das immer alles erstmal vorher austesten. So, auf jeden Fall. Wir machen plus 10, das ist ja kein Problem. Und und der Testflug, finde ich gut. Ich musste echt lachen. Vielen Dank, der beste Spruch war halt am Ende. Vielen Dank, Hellion 5. Es lebe die Hellion 6. Ja, könnten wir theoretisch machen. Müssen wir mal im Laufe der Zeit mal überlegen, ob das Sinn macht. Nanu.
in Objects around your vessel. Habe ich jetzt, kann ich das nicht? Kann ich jetzt nicht scannen? Wieso kann ich nicht scannen? Habe ich irgendwas vergessen anzuschalten? Ich bin doch nicht blöd. Ich habe doch hier alles, ich habe doch alles quasi angemacht. Oh, 41 Minuten. Man, gut, dass wir noch einige Sachen mitgenommen haben. Das ist an. Solar Panels sind an. Hm, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Was wir mal nochmal eben ganz kurz ausprobieren, bevor wir versuchen, doch wir müssen ja nochmal einen anderen Orbit anspringen. Das geht ja so nicht, sonst sind wir hier ja quasi umsonst hingesprungen. Und zwar so einen Orbit, dass wir einen zweiten Orbit erstellen quasi. Und zwar so, dass wir dahin springen. Warp zu. Aktivierungszeit entsprechend runter. Wir hauen nochmal in die Tasten rein sozusagen. Machen einen ganz kurzen Sprung in diese Richtung. Näher ran quasi. Ja, fand ich sehr lustig, habe ich mir gerade eben durchgelesen in der Zeit, wo hier den für euch der Schnitt passiert ist quasi. Die 28 Minuten, die wir da verbracht haben im Warp, habe ich da genutzt und habe mir ein paar Kommentare durchgelesen. Und ja, musste ich sehr lachen, fand ich sehr cool. Wie gesagt, habe ich hier nochmal ein fettes Danke für deine Mühe, das hier alles so schön aufzuschreiben. Ich habe mir den Kommentar quasi markiert, um da entsprechend nochmal im Bedarfsfall drauf einzugehen oder Einfluss drauf zu nehmen. Und jetzt habe ich ganz vergessen, wann ich wieder reingestartet bin. Hier irgendwo um die 55 Minuten vermute ich mal, zumindest die Aufnahme. Ja, und volle Warpzellen, 5 volle Warpzellen, ja, durchaus. Das kriegen wir hin. Und auch eine Grundausstattung kriegen wir hin. Singularitätsdetonatoren, Nanit-Cores, Schweißgeräte, all das, was du aufgezählt hast, das kriegen wir hin. Ja, ob wir dann noch einen Testflug machen, weiß ich nicht. Oder ob wir einfach sagen, so what, scheißegal, das wird schon gehen. Wir werden einfach reinspringen und zur Not werden wir uns einen Backup-Plan machen, dass wir die Sachen, die wir hier in der Helion haben, nicht verlieren, sondern quasi einfach wieder rausspringen. Also sozusagen einen Point of No Return festlegen. Das war der Sprung. Und jetzt springen wir, gucken wir gleich wieder rein. Kann ich denn jetzt... ich kann das immer noch nicht. Warum kann ich nicht scannen, liebe Freunde? Und wo ist diese Station hin? Okay, wirkt für mich gerade ein bisschen wired. Ich werde mal, wir werden das mal kurz auslocken. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie schon wieder ein Synchronisationsfehler ist. Von daher, live, jetzt geht's los. Wir locken uns mal kurz aus. Raus und wir machen wieder einen Relock. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Jetzt besser ist. So. Hoffentlich noch alles in seinem Platz. Jawohl. Und nein. Okay, ist ja, jetzt funktioniert. Jetzt kann ich scannen, liebe Freunde. Jetzt funktioniert das und ich würde sagen, wir... Ja, wir müssen, wir können, wir sollten einfach mal, wir springen jetzt einfach mal hier hin. So nah ran, wie es nur irgend geht. Initialisieren. Ausrichten. Oh. Das ist sehr nah. Ich hoffe, unser Anzug hält die Hitpoints aus. So, 19% noch auf den Batterien.
allzu viel hin und her springen können wir da nicht mehr. Beziehungsweise wir müssen hier wahrscheinlich eine ganze Zeit jetzt auch noch aushalten, so weit wie möglich die Energie reduzieren und die Energie erstmal wieder aufladen, damit wir quasi auch wieder zurückspringen können. Ist alles nicht einfach, auf jeden Fall. Okay. Aber da ist noch ein bisschen was. Hier ist noch ein Fabricator. Burkett. Damaged Reactor. Wir werden mal dahin fliegen. Mal sehen, was dabei so rumkommt. Bevor wir das machen, schaue ich nochmal, was die Energie, Energy Consumption sagt. Ich glaube, die ist nämlich fast bei nix, also bei null. Ich glaube, wir müssen hier echt jetzt die Energie ausmachen. Da wir, um Gottes Willen, wir nehmen ja nichts mehr ein, wenn uns das nicht schon das Genick gebrochen hat, Leute. 83, wir können vielleicht nochmal einen Sprung nach draußen wagen dann, wenn es soweit ist, um... Oh, Nanü. Broken Industrial Habitat. Das wollten wir nicht, ich wollte den Reaktor, da ist er. Wenn wir noch eine versuchen, eine stabile Umlaufbahn in der Sonnenausrichtung zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall noch möglich. Das denke ich, ist dann wahrscheinlich auch so unsere Taktik oder muss unsere Taktik sein, wenn wir in Ion auf der Lauer liegen sozusagen. Das vermute ich jetzt einfach mal. Anders wird es nicht klappen. Das ist schon richtig. So, Damage Reactor. Ja, sieht weilen erstmal gut aus. Reduzieren dann nochmal die Geschwindigkeit. Werden uns ganz vorsichtig und langsam rannähern. Und dann bin ich gespannt, ob unser Anzug das überhaupt aushält. Diese Geschichte. Und mal sehen, was wir da so finden, oder? Durchaus. Mal sehen, was wir hier so finden. So, ich glaube, wir sind quasi in Anführungsstrichen nah genug dran, um das hier... Ja, stabilize, Freunde. Stabilisieren, den Helm aufsetzen. Flup. Und Warning, ja und nein. Ich sehe gerade, ich glaube, wir sind anzugtechnisch da noch nicht gut genug gesaved. Trotzdem werden wir uns jetzt mal rauswagen und versuchen so schnell wie möglich reinzukommen. Aber bis jetzt ist gut, wir haben keine Sonneneinstrahlung auf dieser Seite und ich könnt ihr mir durchaus vorstellen, hier steckt auf jeden Fall noch Material drin, das wir umgehend mitnehmen werden. Hier scheint doch noch, hab ich mich da wohl versehen. Bloß entsprechend schnell hier in die schützende Umgebung sozusagen von dem kaputten Modul hineinbringen. Das ist ja Gott sei Dank schon mal eine Sache, die uns da doch noch ein Stück weit hilft, wenn wir so wollen. Hier ist jetzt erstmal wenig zu finden. Wenig bis gar nichts. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Falsche Taste, Freunde.
Ich habe echt die falsche Taste erwischt. Ja, aua! Heilige! So. Jetzt haben wir uns aber wieder beruhigt quasi. Und können weiter in den Reaktorraum vorbuschen. Und was ist das da an der Seite? Ist das ein Gewehr? Das sieht. Freunde, das ist ein Gewehr, oder? Heilige. Es ist ein Gewehr. Wir haben das erste Mal ein Gewehr gefunden. Sehr cool. Sehr nice. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. So. Vorsichtig hier durch. Sehr schön. Und dann schauen wir mal. Da haben wir nichts, aber hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen Katalysator der Stufe 3, Freunde. Sehr gut. Und hier hinten liegt auch noch ein bisschen was rum. Mal sehen, was wir hier haben. Und wir haben einen Eversuit der Stufe 3, zumindest. Military Nanit Core. Noch ein Military Nanit Core, aber alles normale Military Nanit Cores, wenn wir so wollen. Da ist noch ein. Da ist auch noch was. Hier ist noch ein Gewehr, aber das können wir nicht nehmen. Das können wir nicht nehmen. Das können wir nicht nehmen. Aber auch noch Stufe 1, ne? Auch noch Stufe 1. Aber der Katalysator der Stufe 3 erhöht die Leistungsgabe um 75%. Das kann durchaus. Das kann durchaus sehr von Vorteil sein, liebe Leute. Und wir nehmen das natürlich dankend mit und müssen jetzt mal schauen, wo wir bei den anderen Sachen noch was finden. Ich schaue hier noch einmal kurz in den Bereich rein. Da ist auch noch so ein Suit. Wir nehmen das natürlich mit. Ganz klare Sache. Da ist die Helion. Wir suchen da jetzt unbeschadet, so schnell wie möglich hinzukommen. Linke Seite, rechte Seite. Die Seite. Um Gottes Willen, ich glaube, wir haben Druckverlust bei uns in der Helion, weil. Hier, um Gottes Willen, ich habe mich verdreht. Ich habe mich verdreht und die Navigation ist natürlich jetzt auch noch wiederum schwierig bei uns. Zu Druck drauf. Mitnehmen. Nein. Ja, das ist nicht euer Ernst. Ah, meine Güte, noch eins. Nein, das wollte ich doch alles gar nicht. Leute, Innentür öffnen. Heilige, ist das so? Was haben wir denn in dem Chor noch drinne? Ja, aber der Chor, der hat doch. Ist er so durchgeschlagen? Das gibt's doch gar nicht. Das hier wird doch nicht. Wir bauen einen anderen Chor nochmal ein und. Ja, meine Güte, noch eins. Energie bleibt dieselbe. Das ist ärgerlich. Von daher, wir können eigentlich auch den Sauerstoff hier schon mal gänzlich abziehen. Wir werden das hier jetzt über die Sauerstoffröhrchen. Und er nimmt weiter ab. Der Nanitcore kann das nicht kompensieren. Wir werden weiterhin Beschädigungen haben hier. Das ist aber ungünstig. Sehr ungünstig. Wir müssen hier. Eieieiei. Das ist ja eine Konstellation. Wie habe ich. Power? Nee, Power ist bei plus 0. Eieieiei, das habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass wir da so einen in Anführungsstrichen doch kaputten, also doch so ein hartes. Können das öffnen?
Denn, nein. Nicht die Waffe. Wir müssen ja quasi gucken, dass wir hier... schnellstmöglich reparieren. Freunde, ich glaube, ich habe mich da sehr schlecht vorbereitet. Und au! Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, halten wir das auf diese Art und Weise aus und durch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich halten wir das nicht auf diese Art und Weise aus und durch. Schauen noch mal. So, den machen wir mal zu hier. Nein, im Live-Support war das, ne? 19.8, wir müssen hier weg, Freunde. Es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen hier einfach weg. Und ich glaube auch, dass wir jetzt echt gerade echtes Problem haben, denn wir können, glaube ich, gar nicht so einfach hier wegspringen. Basisstation. Kommen wir da einfach wieder hin? Haben wir die nötige Energie, um da rauszukommen? Nein, wieso kann ich denn nicht... Ah, das ist doch auch mal... Manchmal... Ich tue mich gerade richtig schwer... Mein Schiff. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Wenn wir von da aus wegjumpen. Ich kann gar nicht von da aus wegjumpen. Ich kann nicht einfach von da aus wegjumpen. Ich glaube, das war's, Freunde. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Wir können jetzt noch eins probieren. Ich kann hier nochmal eine Umlaufbahn setzen, in der wir... ein bisschen besser Warp zu. Ich glaube allerdings, dass wir das nicht überleben werden. Initialisieren. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Turn Vessel Power on. Ja, das ist natürlich auch geil. Muss ich hier echt... Oh, alter Verwalter. Das wird eine knibbelige Sache. Ich glaube, ich habe mich hier echt vertan und verschätzt und... wozu... will ich nicht einsetzen. Ich will so schnell wie möglich hier initialisieren. Wo ist es da unten? Rausspringen, um Energie zu tanken und... Eieieiei, die Hitpoints, die werden immer weniger... Energie wird immer weniger. Gucken, ob wir das überhaupt noch irgendwie gemanagt bekommen. Puh, vielleicht hätte ich dann doch lieber. Aber wir haben einen Suit der Stufe 3. Zumindest das, was drumherum ist. Ich weiß nicht, ob wir das kombinieren können mit Suits der Stufe 2 und so weiter und so fort. 2 Minuten, das habe ich doch gar nicht. Aber gut, Freunde, wir werden es herausfinden. In diesem Fall ist die Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Ich würde mich freuen, in jedem Fall. Und ich werde mich auf euch freuen, wenn es wieder heißt Hellion Online Multiplayer. Hier in den 45 Minuten XL vor Osterwochenfolgen. Meine Güte, das war jetzt kompliziert. Und wir sehen uns bis gleich. Ciao, ciao.